Hey, hey, hey da draußen, ich bin's der Frank und es geht weiter mit dem FC St. Gallen Let's Play. Wir haben das Let's Play Nummer 42 und ja, ich bin mal gespannt. Es hat die letzten Male recht gut ausgesehen. Wir haben die letzten 5 Spiele nicht verloren, was ich recht gut finde. Wir nehmen uns jetzt mal Betim Fazlici an und dann schauen wir doch mal, was so geht. Wir werden auf alle Fälle die Spielförderung machen und wir werden, was werden wir tun, ihnen Trainings freigeben. Das ist das, was wir schon mal machen wollten und deswegen ist jetzt der Zeitpunkt gekommen. Ja, hier hat sich nicht viel verändert, was ich gut finde. So, schauen wir noch mal kurz in unsere U19 und die Jugend. Da ist jetzt nicht wirklich irgendwas dabei, wo ich sagen würde Talent. In der U17, da haben wir ein Talent, das ist er hier. Aber das Thema, ich glaube, da habe ich schon 30 Mal reingeguckt. Da bin ich gespannt, was aus dem noch wird. Den möchte ich auf alle Fälle behalten. Er hier wäre vielleicht noch was. Ja, und wie immer, Entschuldigung fürs Husten. Ich bin noch nicht ganz fit. Aber wie gesagt, es ist besser. Kader, zweite Mannschaft, die kamen ja auf einmal alle wieder rein. Da hätten wir ihn noch, der, ja, gut, ist eh von der ersten versetzt worden. Wir hätten auch noch ihn. Ihn möchte ich irgendwann nach oben kriegen. Hat ja auch schon 6,0. Er hat ja auch schon mal gespielt bei uns, aber eben nicht gut genug. So, hier lasst uns mal schnell nochmal die Laufzeit angucken. Also Jordi Quintilla geht ja, das ist klar. Den haben wir ja schon mehr oder weniger verkauft. Dann Artisigi haben wir Vertragsverlängerung gegeben. Stanic ist ein bisschen schlecht drauf. Aha, Unzufriedenheitsabzug von der Spielstärke. Wir könnten mit Stanic mal reden, ein Gespräch vereinbaren, um einfach mal zu gucken, was wir für den guten jungen Mann hier tun können. Dann schauen wir noch mal weiter. Sterju, Vertrag bis 25, hier könnten wir auch den Vertrag verlängern, weil ich finde Sterju eigentlich ganz gut. Dann Diaby auf alle Fälle, Vertrag verlängern, das heißt mein ganzes Geld geht jetzt für Vertragsgespräche drauf, ist aber okay. Dann, was haben wir noch? Ja, Stefanovic, was sagt denn der Co-Trainer zu Stefanovic? So, nicht Christian Witzig, Stefanovic. So, er sagt, ich würde den Vertrag auslaufen lassen und das war's dann. Okay, dann warten wir mal hier noch ab. Bei Bastien ist es wahrscheinlich genau das Gleiche. Ja, wohl, dann könnten wir das vielleicht sogar mal anstreben, dass die Leute wenigstens noch da sind nächste Saison. Dann haben wir noch Mambimbi, auch ihn würde ich gern behalten. Ja. Echt? Okay, er möchte nicht mit mir reden. Warum möchte er das nicht? Nein, das wollte ich doch gar nicht. Ich wollte doch nicht Röbbels auf die Transferliste setzen. Niemals. So, dann haben wir das schon mal getan. Das sind alles Kandidaten, wo ich sage, ja, die anderen können noch ein bisschen warten. Das ist noch vollkommen okay. So, Spezialisten haben wir eigentlich auch genug. Ich könnte irgendwann mal gucken, dass ich noch, dass ich mir noch einen anderen Co-Trainer hole. Aber jetzt schauen wir erstmal. So, Bewertung Kaderplanung ist eigentlich auch okay. Das heißt, wenn ich mir jetzt die 4-1-2-3 anschaue, also das, was wir oft spielen, hier kannst du sagen, das taugt nichts. Das taugt auch nicht wirklich was. Was wäre eigentlich die sinnvollste aller Formationen für uns? Die 4-1-3-2, die wäre wirklich sinnvoll. Wir bräuchten halt noch einen linken Mittelfeldspieler. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt mal gucken, was haben wir eigentlich noch an
Transfer 2,8 Millionen. Ist nicht viel, aber wir könnten doch mal gucken, dass wir noch ein linkes Mittelfeld kriegen. So, Spieler scouten, verpflichten. Nehmen wir am besten einen ohne Vertrag. Bis 25. So, nur Spieler auf der Transferliste. Nur Spieler ohne Vertrag. So, linker Mittelfeldspieler, da haben wir schon mal keinen. Auf der Transferliste ist auch keiner. Nur Spieler für Leihe anzeigen. Okay, da haben wir Alessandro Capitani. 4,6 Millionen. Bloß weil er 8,6 hat, oder was? So, dann haben wir noch auslaufende Verträge. Da wäre noch der... Er wäre noch interessant. Und auch er wäre interessant. Ja. Es ist schwierig. Ja, okay. Wir gehen doch mal und gucken bei ihm hier. Den finde ich noch interessant. 3 Sterne, aber immerhin, er ist nicht schwach. So, dann hätten wir das auch getan und dann könnten wir noch mal gucken. Ich wollte ja mal, eigentlich wollte ich hier mal gucken. Ja, Schwäche auf der linken Seite, das werden wir hoffentlich bald ausmerzen. Es sind fehlende Künstler da. Watkowiak und Hrubels. Alle Spieler sind wieder an Bord bald. Guter Teamgeist, okay. Alles ganz gut hier. Dann lasst uns mal auf das Clubgelände schauen. Ich habe ja gesagt, wir haben ja hier auch noch, wenn man sich das überlegt, ca. 890.000 und ich wollte ja noch einen Trainingsplatz haben. So, geh da mal drauf. Okay, da wollte ich nicht hin, das ist ja das Stadion. Ich wollte ja aufs Clubgelände. So, Gelände ausbauen. So, fahren wir mal da rum. Sieht jetzt mal nicht so dramatisch aus, oder? Ich könnte jetzt noch... Oder soll ich? Soll ich noch einen Trainingsplatz bauen? Wird sich eigentlich anbieten. So, jetzt ist die Frage. So, hier noch einen. Und auch hier noch einen. Wären 300.000. Ich denke mal, könnte man so machen. Kontostand, Budget habe ich noch genug. Das heißt, ja, wir sagen mal, okay. So, wir wollen das für 300.000 erweitern. Dann haben wir eben noch die Trainingsplätze. Trainingsplatz haben wir 3 von 14. 2 sind im Bau. Bauzeit 53 Wochen. Ja, ist recht wenig, 3 von 14. Aber ja, es ist, wie es ist. So, Fußball-Tennisplatz braucht kein Mensch. Hammer aber. Das nächste ist dann, wenn wir etwas Geld haben, dass wir das Gym ausbauen. So, Klimaneutralität, auch da könnte man immer wieder ein bisschen mehr, was kostet mich das? 16.000, ja, können wir ruhig nochmal einen reinbuttern. Veganes Essen haben wir ja schon, das passt. Und die Hall of Fame ist erstmal egal. So, das haben wir da auch ein bisschen was getan. So, ein Treffen mit den Fanclubs. Das ist sehr gut. Ist ja noch nicht wirklich was geplant. So, da wollte ich doch gar nicht hin. Lass mich doch einfach das Ding verschieben. So, sehr schön. Freundschaftsspiel will ich nicht. Und Ala Sutter wünscht sich eine Gehaltserhöhung. Schauen wir mal, ob er fleißig genug war. Ansonsten gibt es das nicht. Soll man Freundschaftsspiel machen oder soll man keins machen? Wir sind jetzt hier. Das heißt, die Woche haben sie trainingsfrei und dann würde ich sagen, nein, wir machen keins. Die Leute sollen sich einfach mal erholen. So, Trainingsgruppen lasse ich jetzt auch mal frei. Trainingsfrei ist trainingsfrei, deswegen versprochen ist versprochen. Deswegen machen wir da einfach mal nichts. So, ich freue mich gleich mal auf das Frühstück. Heute ist ja Freitag und ich nehme das Video vor dem Frühstück auf, damit ihr um 12 noch euer Video habt. Ist das nicht geil, oder?
Dann habt ihr um 12 euer Video, ich kriege dann was zu essen und dann morgen nehme ich wieder ein paar Videos mehr auf, beziehungsweise vielleicht nehme ich heute noch ein paar Videos mehr auf, dass ihr wieder hier eins am Stück nacheinander jeden Tag bekommt. Ist doch geil, oder? So, wir haben eine Budgetbelastung von 1,2 Millionen. Restbudget wären 2,8 Millionen. Wir müssen ja noch bedenken, dass wir die Vertragsverlängerungen noch intus haben. So, der Mann ist jung, dem kann man noch formen, würde ich sagen. So, dann haben wir bis 30 den Vertrag. Er bekommt 1,0 Millionen Handgeld und 1,0 Millionen Grundgehalt, was eigentlich schon 2 Millionen wären. Aber gut, wir gucken einfach mal. Siegprämie, ja, 9.000 und Einsatzprämie 7.000. Entweder sagt er zu oder er sagt nicht zu. Gehen wir auf 7.2. Nein, 9.000 war ja schon okay. Und dann gucken wir mal. So, willst du 1,1 und 7.4? Ja, ich nehme es an, weil, ja, muss so sein. So, das heißt, den guten Mann kriegen wir dann. Sehr schön, Dion de Neve, wenn er sich so spricht. 11 Tage sind es noch bis zum Derby. Ich hoffe, meine Leute sind dann ein bisschen frischer. So, Fischer sind sie sowieso. Josef Stanic. Spielergespräch. Josef Stanic. Persönliche Situation. Du wirkst unzufrieden. Sie führen ein konstruktives Gespräch. Ja, das tue ich. Fanclub-Treffen organisiert, die Mitglieder des Fanclubs. So, jetzt kommen wir zu den Vertragsverlängerungsgesprächen. Ihn könnten wir bis 27 gebrauchen. Er will 1,0 Millionen, 9.000 Siegprämie und Einsatzprämie 7.000. Würde ich sagen, nehmen wir doch so einfach mal an. Dann freut er sich. Und dann schauen wir doch mal, was mit den anderen Gesprächen noch so passiert. So, die Beobachtung ab Dulay Diaby, 6,8 Innenverteidiger, 750.000, 7.000, eigentlich kann man das alles so lassen. Ich kann auch sagen, hey, du kriegst nur 700. Er sagt auch trotzdem ja. Gehen wir bis 29, auch da sagt er ja. Er ist eh erst 24, so, Restbudget 1,5. Das ist noch gut, das heißt, es wird nicht zu viel vom Restbudget belastet. Er will 1,2 Millionen, ich gebe ihm 1. Gebe ihm 11. Auch das nimmt er an. Und auch du darfst bleiben bis 29, wenn du das möchtest. Möchte er, sehr schön. Können wir uns sogar noch einkaufen, wenn das so weitergeht. So, Höbbels ist mir sehr wichtig. Auch er kriegt 1 Million. Das passt und auch er bleibt bis 29. Er will kein Handgeld, finde ich mega. Ja, komm, dann kriegst du deine 1,1 Millionen. Wir haben noch 952.000. So, Abteilungsverhandlungen mit Alain Sutter. Er ist fleißig. Gut, lieber Alain, dann darfst du doch noch bleiben bis 30, wenn du das möchtest. Und nur, wenn du das möchtest. Jawohl. Zack. Sehr schön. Dann haben wir diese Woche wirklich ziemlich viel Zeug getan, was ich gut finde. Wir haben ein bisschen Verlängerung angestrebt. So, die WM-Qualifikation, die Gruppe A. Deutschland führt sie an, hat 4:0 gegen die Schweiz gewonnen. Tut mir leid, sorry, liebe Schweizer. Dann, ja, die anderen Spiele brauche ich euch nicht vorzulesen. 3:1 Moldau gegen Belarus und Georgien gegen Norwegen 0:0. Schweiz auf Platz 4 für die WM-Qualifikation. Tut mir leid. Könnte ich auch mal machen, einfach mal eine WM spielen mit Deutschland oder die EM einfach mal spielen und gucken, was passiert. So, Gilles Vicente oder Vicente heißen die, würde mich gerne verpflichten. Es gibt starke Widerstände gegen meine Verpflichtung. Natürlich werde ich das ablehnen. Ich bleibe beim FC St. Gallen. Ich weiß, dass ich irgendwann aus Versehen da draufklicken werde und den Spielstand neu laden muss. Aber das wird nicht heute sein. Niemals. Niemals nicht wird das heute sein. So, dann haben wir den Wochenstart. Wir spielen gegen die Grasshoppers aus Zürich.
Wir werden mal schauen. Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Wer hat denn noch einen Nuller? Bis jetzt sind sie alle. Da ist noch ein Nuller, Sterju. Dann machen wir das doch. Wir haben übrigens drei Silbersterne. Und Zürich hat nur zwei. Ne, 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 ne. So, machen wir Konter oder machen wir. Gott, die Kondition ist wieder im Einfach. Im Einfach. Im Einfach. Im Eimer wollte ich sagen. So, hier, ne? Seht ihr das? Das ist eigentlich schon lächerlich. So, wir machen mal spezielle Angriffe. Ich möchte, dass hier mal was trainiert wird, was Sinn macht. So, wie sieht es denn jetzt aus mit dem Kader nächste Saison? Das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, außer mit unserem guten Goalie. Da sieht es eher nicht gut aus. Sieht schon mal gut aus, dass die Warnung ist weg. Finde ich hervorragend. Unser ja, Kabinenseismograf fühlt sich einfach nur gut. Nino Weibel hat keinen Bock mehr auf uns. Warum? Wahrscheinlich spielt er zu wenig. Ja, hat kaum gespielt. Ist unterbezahlt. Ja, das ist auch richtig. Den könnte man eigentlich auf den Transfermarkt packen. Ich lasse es aber noch. Wir warten einfach mal ab. So, Fanclub bittet um Besuch. Machen wir. Und da wünscht sich noch eine Gehaltserhöhung. Können wir uns auch mal angucken. Was die alles wollen, ha? Was die alles wollen. So. Angriffe über außen. Was können wir denn Spezielles noch machen? Also Pressing sieht ja sehr gut aus. Gegenpressing wäre noch eine gute Sache. So, dann Distanzschüsse möchte ich auch noch mal mitnehmen. Hier mache ich einfach mal unser Hit wieder rein und unseren Ausdauerlauf. Ihr kennt das Ganze. Die müssen immer dabei sein, weil ich bin der Meinung, dass das ein Grund dafür ist, warum das Ganze so gut funktioniert. Also mit Kondition, Frische etc. Hier machen wir dann Auslaufen. Genau, Auslaufen. Und hier machen wir Distanzschüsse. Das nächste Mal machen wir dann Freistöße und alles andere. So, und wir trainieren. Was trainieren wir? Angriffsfußball mit kurzen Pässen können wir ganz gut. Direkten Angriffsfußball nochmal. Und dann schauen wir mal. Recht voll die Woche, aber wir haben ja auch trainingsfrei gehabt. Deswegen, ich sehe da bei dem Derby am 10. Spieltag eigentlich keine Probleme. 10.000 Zuschauer sind dabei. Der hat Fleiß 6, will eine Gehaltserhöhung. Komm, lassen wir mal so durchgehen. Die Schweiz gewinnt gegen Belarus 1 zu 0. Die Deutschen gewinnen gegen Norwegen 6 zu 2. Und die Republik Moldau verliert gegen Georgien 1 zu 2. Das heißt Deutschland, Schweiz, Norwegen. Das ist genau die Gruppe, wo ich sagen würde, diese Konstellation ist genau die, die sehr real ist. Sag ich mal. So, ich könnte mir jetzt hier noch einen Verein auswählen. Das habe ich früher immer gemacht. Werde ich auch wieder tun. Ich werde nämlich hier einfach mal den FC Liverpool mit reinpacken. Das ist mein Lieblingsverein nach dem TSV 1860 München. So, und die packe ich mal da rein. Es hat ja beim VR Football beim ersten nicht wirklich richtig geklappt. So, wo ist er denn? Wo ist er denn? Ist er denn überhaupt da? Bin ich blind? Ja, wahrscheinlich schon. Ich gucke einfach mal, wie es hier aussieht. So. Ich bin blind. Da ist er doch, der Liverpool FC. Wir speichern das und dann hauen wir noch aus Deutschland den TSV 1860 München mit rein. Wie gesagt, bin sehr interessiert. 1910 Monheim. Nein, nicht wirklich. Ich glaube, der heißt sogar seit langem anders. Ich könnte auch den ersten FC Saarbrücken mit reinnehmen. Das ist eine Stadt. Ich habe am Stadion gewohnt, am Ludwigspark. Und habe eigentlich fast jedes Heimspiel gesehen, weil wenn man da wohnt, geht man auch hin. So, wir scrollen mal ein bisschen weiter. Jetzt kommt da gleich der TSV 1860 München. So, TSV München. Ah, ich weiß gar nicht mehr, die haben sich umbenannt. Sowas hasse ich. Eigentlich ist es der TSV 1860 München.
Und da ist er nicht mehr. Seht ihr das? Da ist er nicht mehr. Da ist er doch. Da ist er nicht mehr. Da ist er nicht mehr. Und da ist er. Ah, schön. Ah, die 60er. Ich liebe sie. Ach Gott, sorry. Manchmal muss das sein. So, also diese, also TSV 1860, mein Herzverein, Liverpool, mein, wie sagt man das so schön, der Verein, den ich verfolge seit Jahren, Jahrhunderten, und der FC Saarbrücken ebenfalls, aber eben nur, weil ich dort gewohnt habe. Und den FC St. Gallen, muss ich sagen, finde ich auch mega geil, Traditionsverein, ältester Verein Europas sogar, wenn man sich das mal anschaut. Und ja, 1879 haben noch nicht viele Fußball gespielt, ja, noch nicht mal in Österreich. Und was wollte ich sagen? Genau, deswegen gehe ich auch gerne ins Stadion, fast immer zu Heimspielen, wenn ich die Zeit habe. In Basel ist die Krisensitzung, deswegen, ja, ich laber einfach zu viel. Aber so ist es halt. So bin ich, 20 Minuten rum, nur durch Labern und Klicke die Bunti. Und ja, wir kommen nicht zum Spielen. Zürich, seid ihr bereit zu verlieren? Ich gehe mal ganz stark davon aus, dass ihr das seid. Und deswegen, was sagen denn die Promis? Die Promis sagen 1-1. Ja, die haben keine Ahnung, die Promis. So, wir werden mal den Co-Trainer die Aufstellung machen lassen. Wir haben ja regelbasiert immer noch gesagt, der Trainingseindruck ist entscheidend, die Form, die Frische und die Motivation. Ich könnte auch hier die Stärke oder die Erfahrung nehmen, aber ich möchte eigentlich vielen Leuten einfach mal zeigen oder die Chance geben zu spielen, so wie David Hennen zum Beispiel. Thomas, also die Kondition bei vielen Spielern ist noch sehr schlecht, aber das tut nichts zur Sache. So, ich lasse das immer den Co-Trainer machen, weil der ungefähr das macht, was ich auch machen würde. Wir spielen neutral. Wir werden hier auf alle Fälle in der Mitte mit 25, 26 spielen. Hier mit 20, hier auch. Das heißt, es schiebt sich wieder alles runter und dann 21, das passt. Und hier mit 15, hier könnte man sogar noch ein bisschen runtergehen. Wir werden natürlich nicht die ganze Zeit pressen. Warum sollten wir das tun? So, Ecken können von mir aus immer nur direkt in den Strafraum gehen. So. Dann werden wir den Konter erhöhen und die Distanzschüsse erhöhen. Abseitsfalle, die Dribblings muss ich mal schauen, dass ich die wieder trainiere. Also, merken wir uns, Dribblings trainieren. So, wir könnten jetzt die Teams vergleichen. Die Grasshoppers, die sind wütend, aber nicht auf mich, sondern auf irgendjemand anderen. So, sie sind zu allem bereit. Sie sind auch recht stark. Wow. BB. BB. Spielerbewachung. Ja. Sollen wir das tun oder sollen wir das nicht tun? Es ist eine schwierige Frage, ob wir BB bewachen oder nicht. Ich würde sagen, nein, wir lassen das, oder? Novak zum Beispiel. Was mache ich denn? Wo gucke ich eigentlich? Ich bin ja blöd. Ist egal. So, hier lassen wir das auch. Dann schauen wir mal, dass wir hier noch einen mit reingeben. Sterju, machst hinten dicht. Lukas Görtler macht heute dein Tor. Und Chöbbels, das wird heute dein Tag. Die eigene Stärke? Ich will heute, dass ihr Spaß habt bei der Arbeit, haben sie gesagt. Ja, jetzt war mal kurz die Verbindung weg. Ich hoffe, es ist noch alles da. Ich gehe aber mal ganz schwer davon aus, dass ihr da gar nichts von mitbekommen habt. So, machen wir hier oder machen wir hier? Heute tun wir was für unsere Tordifferenz, ist auch geil. So, 12.000 und los geht's. Bin mal gespannt. Könnte spannend werden. Gegen die Züricher, die Grasshoppers. Spielen wir im letzten Grund? Ich gehe mal ganz stark davon aus, oder? Ja, spielen wir. Gehalten von Justin Hamel. Justine Hamel, wie die Franzosen sagen. Gelbe Karte für Christos Tobers. Die wollten ihn eigentlich anders nennen. So, die Grasshoppers greifen nochmal an. Ich hoffe, das wird nicht gang und gäbe. Da wir den Ball abgefangen haben, ist das gut so. Da kommt der Ball und an die Oberkante der Latte von Christian Witzig. Der hat einen Expected Goal-Wert von 0,69. Ist gar nicht mal so schlecht. Schön. Die Zürcher greifen an. Wir nehmen ihn den Ball ab. Sehr schön. Passiert das nochmal? Quintilla. Nein, die Zürcher nehmen uns jetzt den Ball ab. Versuchen einfach mal einen Direktschuss an die Oberkante der Latte. Wow. Da haben wir Glück gehabt. 20 Minuten rum.
So, wir nochmal im Angriff. Und Goebbels vorbei. Willem Goebbels. Das ist, ja, wie soll ich das sagen? Blamabulös. Wir gehen mal und machen die Ausrichtung auf vorsichtig offensiv und wir sind ein gallig-ekliger Gegner. Das wissen wir sowieso. Sind wir. Eckball. Lukas Görtler. Ball kommt rein. Weggedrückt und dann von Sturgeon, der einfach mal abzieht. Einfach mal Volley genommen. Leonidas Sturgeon mit dem 1:0 für St. Gallen in der 24. Minute. Mega, mega gut. Ob das jetzt an der Taktikänderung liegt, kann ich nicht sagen. Aber ich gehe mal ganz schwer davon aus. Jordi Quintilla mit dem Ball auf Hennen. Und der hat einfach mal, ich weiß nicht, was das war. Er hat gedacht, da steht das Tor. Stand es aber nicht. Wahnsinn. So, nochmal St. Gallen. Wir drücken schon übermächtig gut. Ha? Da ist uns der Ball aber abgenommen worden. Schön weitergeleitet worden. Und da macht Momo Francis das 1:1. Ich wollte mir gerade sagen, hier eine Chance nach der anderen für St. Gallen. Von wegen. Einfach den Ball abgenommen haben sie uns. Aber wir können das auch. Görtler. Ah, der war vorbei. Schade. So ein Görtler aber auch. Wir haben 118 Teamwert und Zürich hat nur 95. Ich meine, das erklärt eigentlich schon, eigentlich erklärt das alles. Das heißt, wir müssen jetzt dann die Taktik ändern. Soll ich schon wechseln oder eher nicht? Das ist die Frage. Spieler sind ja, oder einige Spieler sind recht unfit, wenn man das so sagen darf. Ich warte aber noch. Ja, ich warte noch. Ich warte noch. Wir ändern die Taktik. Gehen auf jetzt offensiv. Der Rest kann bleiben. Und wechseln tun wir so, ihr kennt das ja. 70. 65. Lukas Görtler mit dem Ball in die Mitte. Da war Bogdan Milovanov und ja, leider weit vorbei. Hat auch einen guten Expected Goal Wert. 50 Minuten sind rum. Steht noch überall woanders 0:0 übrigens. So, da ist BB, der Angstspieler. Schöner Pass auf Momo. Uff, da haben wir aber Glück gehabt. Lawrence Atizigi hat den Ball gehalten. So soll es sein. Schön gemacht. Dankeschön. So, wieder Atizigi. Jetzt wird mal Zeit für eine Chance für uns. Gelbe Karte für BB. Könnt ihr ruhig nochmal machen. Gleich wird gewechselt. Nämlich jetzt. So, dann schauen wir mal. Dann schauen wir mal, dann sehen wir schon. Berühmter Fußballer hat das mal gesagt. Logischerweise wird Diaby kommen für Walchi. Dann wird Horn kommen für Sturgeon. Wir werden Möller spielen lassen für Goebbels. Ja, das ist die Frage aller Fragen. Mambimbi. Willst du spielen? Ja, will er. So, dann darfst du auch spielen. Noch einen Wechsel haben wir. Faslici oder Sundholm? Ich denke, wir nehmen Sundholm. Und setzen ihn hier hin. Dann darfst du ein bisschen auf die Seite gehen. Du kannst das ja recht gut. Und du gehst ein bisschen zentraler. Sollte so funktionieren. Hoffe ich mal. Und dann gucken wir mal. 1:1 ist zwar ein gutes Ergebnis, aber es könnte besser sein für uns. Möchte aber nicht zu viel drücken. Ihr wisst, was ich meine. So, wir haben einen Freistoß. Quintilla. Macht das direkt? Nein, er gibt kurz ab und dann David Hennen vorbei. Wir werden, ich wollte gerade sagen, hier drücken. So, jetzt nehmen sie uns den Ball ab. Und uiuiuiui, Außenpfosten, Michael Novak. Ach ja. Manchmal hat man Glück. Manchmal hat man Glück. So. Wir gehen auf Angriffsfußball.
volle Attacke. Ich möchte das Tor unbedingt noch haben, weil wir sind die stärkere Mannschaft. Es gibt keinen anderen, der stärker ist als wir. 1-1 ist nicht unbedingt gut, aber so ist es ausgegangen. Kann man was ändern dran? Nö. 2 Punkte Zufriedenheit. Immerhin 1 Punkt. Wir hätten mehr verdient. Wir sind noch Erster mit 1 Punkt Vorsprung. Also eigentlich schon recht realistisch. So. Sturju ist in der 11. Woche. Schön. Das war's dann aber auch schon. Distanzschüsse ist ein bisschen weiter gekommen. Ja. Passt. Ist vollkommen in Ordnung. So, jetzt haben wir dann bald wieder die anderen Spiele, Wetten. Aber erstmal Cedric Hollenstein mit dem ersten Silbernen. Der gute Cedric. Einen Silberstern. Schön. Wann bauen wir Jugendcamps, bin ich gefragt worden. Ja, wir bauen Jugendcamps, wenn wir genug Geld haben. Ganz einfach, oder? Ja, ich würde sagen, das war's für dieses Let's Play. Ich wünsche euch wie immer nur das Beste. Wir sehen und hören uns dann morgen. Und ich würde sagen, macht's gut. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Vor euch am Mikro war der Frank.